ich koche ja nicht nur für die Kollegen oder für meine Kunden, sondern ich mache Produktentwicklung für die Industrie. Also manchmal kriege ich Aufgaben gestellt, die ich lösen muss. Und dafür brauche ich solche kleinen Apparaturen, dass man das im kleinen Maßstab herstellen kann. Wie zum Beispiel das Hundewasser, ne? Ja. Ist geil, ne? Ja. Das könnt ihr mich mal bitte aufklären. Ja. Ich glaube, Produktentwicklung, ich glaube, das Verrückteste, was bislang gewesen ist, ein guter Freund hat mich angerufen, hat gesagt, ich habe eine Anfrage gekriegt, die kann ich nicht machen. Kannst du mir dabei helfen? Da habe ich gesagt, okay, worum, was geht es? Wir sollen ein Getränk für Hunde entwickeln. Und ich habe, normalerweise sage ich, innerhalb von 3 Sekunden, geht oder geht nicht. Da habe ich 10 gebraucht. Und dann habe ich gesagt, das funktioniert. Aber das Verrückte ist, ich konnte überhaupt nicht feststellen oder ich konnte mir überhaupt keine Meinung darüber bilden. Weil wenn ich was probiere, sage ich, das schmeckt mir. Ja. Oder es schmeckt dann auch allen anderen, die das auch probieren. Aber du bist kein Hund. Uff. Und weißt du, den ersten Probanden, dem wir dieses Hundewasser gegeben haben, den hat es geschmeckt. Und das den war dein Freund, oder? Nein, das ist kein blöder Hund. Also, ja, keine, das ist auch irgendein Wein-Podcast. Ja, weißt du, aber das ist, allen Hunden, die wir das vorgesetzt haben, haben es getrunken. Mhm. Und Hundebesitzer haben ja auch immer wieder eine riesengroße Sorge, dass ihre Hunde, wenn sie erstmal zu wenig trinken, viele Hunde, die Trockenfutter essen, trinken zu wenig dazu. Viele matschen das dann auch auf, dass es dann ein bisschen aufgeweicht ist. Ich musste einfach noch drüber lachen. Das war so geil. Nein, aber weißt du, du stellst dir viele der Hundebesitzer, die haben dann Sorge, ja, wenn der Hund Pfützenwasser trinkt oder Brackwasser, ja, was ist da drin? Ja. Ne? Und da war die Idee, dass wir einfach das, oder nicht wir, sondern die Agentur, die das beauftragt hatte, dass sie das dann hinterher auch in Tetrapack dann auch abfüllt und dass man für unterwegs, für den Hund einfach immer ein bisschen Hundewasser auch dabei hat. Und das war ein natürliches Lebensmittel. Die Zusatzstoffe darf ich nicht verraten. Ich könnte mir ein paar vorstellen, sagen wir es mal so. Ja, welche? Auf jeden Fall Leberwurst. Also, vielleicht. Fleisch ist mit Sicherheit für einen Hund. Hund riecht ja 40.000 Mal mehr als wir Menschen. Und ich gehe davon aus, dass das, was Hunde wahnsinnig schnell in die Nase kriegen, natürlich dazugehören, damit sie drauf anfliegen. Ne? So, also könnte ich mir vorstellen, dass da sowas dabei ist.